Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Steel Ocean. Ja, ich habe gestern noch weitergespielt. Da habe ich Helgoland neu gekriegt. Und hier vorne die VW-Klasse. VW-Klasse, hört sich irgendwie witzig an. Naja, egal. Jetzt mal schauen. Wen spielen wir jetzt? Ich kann mir jetzt noch ein Kriegsschiff kaufen. Und zwar bei dem hier. Also, einen Flugzeugträger. Und da. Wir müssen nur 15.000 Silber bezahlen. Da habe ich auch. Ich habe ja hier 38.000. Allerdings möchte ich erst noch die beiden hier freischalten. Aber wenn ich das bis Freitag nicht schaffe, oder bis Donnerstag, weil ich mal ja mal vorproduzieren mit einem Tag, wenn ich das bis dahin nicht schaffe, werde ich mir den so oder so kaufen, dann will ich am Freitag auf jeden Fall euch das Video zeigen, wie ich mit dem das erste Mal mit dem Flugzeugträger fahre. Jo. Aber ich würde mal sagen, wir starten mit dem Zweier oder mit dem Dreier, mit dem Helgoland neu und mit der VW-Klasse. Ich weiß es nicht. Ach Mensch. Ich bräuchte jetzt einen Würfel. 1 bis 6. Habe ich einen Würfel hier? Hab hier. Ah. Egal. Ich finde keinen Würfel. Ich spiele mal einfach mit den Deutschen. Ich zeige euch Helgoland. Das ist Helgoland. Genauso groß wie die Insel. Nein, Scherz. Vielleicht ein bisschen größer. So, dann werden wir jetzt mal mit Helgoland. Helgoland ist ja ein. Was war das Dreieck? Das Dreieck war, glaube ich, ein. Artillerie. Sage ich jetzt mal. Artillerieboot. Schlachtboot, Kriegsschiff, wie heißen die? Warte mal, was steht hier? Ich glaube, das war ein Battleship. Das ist U-Boot, Submarine, Aircraft Carrier, ist ja ein Flugzeugträger. Nee, das ist es. History. What the story? Das ist, glaube ich, das, was ich jetzt so spiele. Das ist light, heavy. Naja. Irgendwie so, ne? Steht's hier. Helgoland. Zwei Helgoländer sind dabei. Also die Deutschen sind hier verdreht. Zwei. Pillau ist auch deutsch. Königsberg, mein Gegner, auch deutsch. Mein Gegner ist ein Amerikaner. Fubuki. Fubuki? Das war Fubuki. Boah. So. Dann fahren wir mal langsam los. Schnell geht ja mit dem Schiff auch nicht. Aber wir haben eine sehr, sehr große Reichweite dran. Und auf der Großschreibtaste kann ich sogar zielen und sagen, hier, schieß mal dahin. Habe ich jemanden getroffen? Wenn ich muss hier zu. Wie lange lädt danach? 20 Sekunden? Ich habe da was getroffen. Das ist ein rotes X. Ah ne, das ist ja immer da, wenn ich geschossen habe. Schießen wir mal dahin.
die Interfaz auch mal gerne lang. Oh, schön. Das soll doch stehen bleiben. Nein. Ich bin da nicht hin. Genau. Bleib da stehen. Bitte lass ihn mal was treffen. Bleib da stehen. Mann, nein, Mist, den krieg ich nicht mehr. Der ist weg. Der ist weg. Nur mit ein. So, da ist ein U-Boot. Ein U-Boot ist richtig böse, wenn er auf mich schießt. Weil ich hatte hier nur Torpedos und wenn Torpedos treffen bei mir, ist nicht gut. Nein, nein, bitte fahr nicht da rein. Gott sei Dank. Ey, wir haben schon zwei Kills, wir haben schon zwei gekillt. Jetzt ist der dritte Kill. Ich kann da nicht hinschießen. Da ist keiner mehr. Da ist U-Boot. Mensch. Ich kann hier nichts machen. Wo seid ihr? Da kann ich nichts machen. Oh, sorry. Sorry, Kumpel. Ich hab ihm kein Leben abgezogen. Ach ja.
wollte ich auch gerade machen. Naja. Ich sag mal, das war ein bisschen dumm gelaufen. Kommt, machen wir schnell die nächste Runde. Eine geht noch. Exit. 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 Okay, okay. Nimm mal schnell einen anderen Deutschen hier. Das dauert ja nicht allzu lang. Come on. Damit ist der erste deutsche Platt. Helgoland Wolf zerstört. Was für einen habe ich jetzt? Ich habe, glaube ich, jetzt hier den mittelschweren. Den. Ne, den Heavy Cruiser. Den Light Cruiser, das war ja, glaube ich, der. Das 3. Das. Die Raute. Oh, verloren. Ja, habe ich leider. Was habe ich gekriegt? Wenn ich VIP hätte, würde ich das kriegen. Cool, oder? 50% mehr. Mehr Geld. Mehr EPs, mehr Sternchen. EPs hier, also einmal die grünen für ein Schiff und einmal die globalen, die du von Schiff zu Schiff mitnehmen kannst. Und Gold hätte ich auch gekriegt. Ein Gold? Boah, was ist das? Ne, das ist eine Medaille, ne? Egal. Egal, egal, egal. Hier kann man nochmal gucken. Wer Geld dafür ausgeben möchte, ist allerdings alles in Dollar. 1 Dollar 500 Gold. 500 Gold Bonus. Das geht eigentlich. So teuer ist das gar nicht. Was ist denn 1 Dollar in Euro umgerechnet? Ich glaube, das sind 70 Cent oder sowas. Jetzt spielen wir mit Königsberg. Kasereis. Obwohl, in der Runde habe ich auch schon mal aufgenommen. Letztes Jahr irgendwann. Ich glaube, die lief richtig gut. Wenn mich dran erinnert. Ich habe jetzt hier einmal die normalen Geschütze. Auf 2 habe ich Torpedos. Auf 3 habe ich gegen Flugzeuge. Die können wir durchblättern. Torpedos. 2. 3 ist AA-Gun. Airgun. Das. Und 4 ist gegen U-Boot. Wenn die unter Wasser sind. Ja. Und beim U-Boot weiß ich jetzt genau, was ich machen muss. Wenn mich Leute entdeckt haben, gehe ich ganz runter und bewege mich gar nicht. Weil dann bin ich nicht mehr aufspürbar. Sobald ich mich bewege, sehen sie mich. Dann hört wahrscheinlich das Sonar ein Geräusch und sagt, da sind welche. Ich habe das erste Schiff abgeschossen. Das war nicht schon kaputt, da das ist jetzt erst kaputt gegangen. So sieht's aus. Hier kommen Torpedos. We hear.
So, da ist ein U-Boot. Dann wollen wir mal das U-Boot hier an. Torpedo incoming! Evasive maneuvers! Jetzt erwischt er mich. Da ist noch ein U-Boot. Ah. Das war ja mal eine richtig schnelle Runde. So ein Cheat aber auch. Exit. So. Ich würde mal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.